Raus aus der Rattenhöhle da. Wie schaffen es eigentlich meine Freunde immer vor mir zu sein? Ich verstehe das nicht. Gibt's da irgendeinen Trick? Sind die vielleicht aus dieser Tür gekommen? Nein, da wohnt jemand drin. Okay. Wir haben immer noch unseren Essbären dabei und den müssen wir jetzt nach Flusswald bringen zur guten Delphin. Aber ich habe mir was überlegt. Und zwar nehmen wir den jetzt noch mit zum Labyrinthion. Genau, zum Labyrinthion. Da, wo wir schon einmal waren. Und zwar brauche ich seine Feuerkraft, denn der Typ ist ziemlich stark. Und wir gehen jetzt eine ganz besondere Mission machen. Okay, jetzt kommen erstmal Trolle. Ich sagte, jetzt kommen erst einmal Trolle. Na gut, es kommen keine Trolle. Auch gut. Es kommen hier wirklich keine Trolle. Ah! Na los, schnapp ihn dir! Ich hol mir mal den Feuerblitz. Denn mit Heilung werde ich da nicht wirklich viel machen können. Der Hund, der rennt gleich weg. Der hat schon keine Lust mehr. Aber wir sehen, Esbern haut hier richtig gut rein. Ah, das will ich gar nicht, sondern ich will mir hier mein Trollfett holen. Ah, hier ist noch einer. Das ist nicht gut. Dann zaubern wir auch mal weiter. Der letzte Schlag gehört mir. Ach ja, Lydia, die hat ein neues Schwert. Ich hatte das nämlich im Inventar. Das haben wir ja gefunden hier, dieses Ebenerzschwert. Das habe ich ihr gleich mal gegeben. Ist etwas besser als ihr Kolben. Okay, wir gehen jetzt hier rein. Aber erst machen wir hier noch die Truhe auf. Mal schauen. Nein. Nein. Ja. Nehme ich alles mit. Und dann noch hier die Urne. Charlidors Labyrinth. Denn ich habe mir überlegt, wenn ich schon jemand... Wie habt ihr das jetzt schon wieder gemacht? Ich meine, wir gehen durch einen Eingang. Gemeinsam hier rein. Hier gibt es nur einen Eingang. Und ihr seid immer vor mir. Wow. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Immerhin sind wir ja in ein Gebäude gegangen. Aber das hier ist mehr sowas wie ein Tempel. Und da vorne wartet das Labyrinth. Aha. Verbrannte Leiche. Knochenmehl. Ein Seelenstein. Und ein Zettel. Komm. Gib her. Zweimal betreten, nur einmal verlassen. Veränderung führt euch zu Zerstörung. Nur Illusion weist den Weg zur Wiederherstellung. Beschwört nicht, sondern werdet beschworen. Okay. Soll ich so einen Stab nehmen? Und welchen? Nehmen wir mal den hier. Und den hier. Und den hier. Und auch noch den hier. Und wir leben noch. Was ist hier los? Keine Fallen. Keine Gegner. Na gut. Gehen wir hier mal rein in dieses Labyrinth. Ein Siegel der Veränderung. Mal schauen. Was können denn diese Stäbe? Abwehr. Feuerblitz. Furcht. Magierlichts. Ich glaube, das hier ist Veränderung. Versuchen wir es mal. Und. Und. Okay. Keine Veränderung. Was ist denn Veränderung? Furcht. Ich denke, das ist eher Illusion. Abwehr gehört zur Wiederherstellung. Versuchen wir mal den hier. Okay. Es fängt super an. Was haben wir denn hier?
Rolle des Magierlichts. Okay, das haben wir doch hier schon als Stab. Versuchen wir es nochmal mit dem Licht. Direkt drauf. Es passiert nichts. Dann muss ich jetzt hier aktivieren drücken. Okay. Okay. Denken wir mal nach. Schauen wir uns mal die Notiz an. Bücher. Ganz hier unten irgendwo. Zerrissen, zerflettert. Veränderung führt zu Zerstörung. Wiederherstellung. Aha. Illusion. Und Illusion ist ja Furcht. Versuchen wir es mal damit. Nein. Jetzt haben wir ja nur noch Zerstörung und das war's. Okay, versuchen wir es nochmal mit Zerstörung. Es passiert nichts. Was habe ich hier nicht verstanden? Esbern, du bist alt und weise, hilf mir. Was? Was? Hab ich etwas gesagt? Ja klar, ich rede mit dir. Wir sollten weitergehen. Okay, hier geht's auch noch weiter, also schauen wir uns einfach mal um. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Denn ich wollte jetzt unbedingt mal mir noch so eine Maske holen. Aber bis jetzt läuft es ja eher mäßig. Oder sagen wir beschissen. Oh, was haben wir denn hier? Stein, der sinkt. Unbehagen. Okay. Was könnte das uns bringen? Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch einen zweiten Eingang. Und hier sind immer so Säulen, die man öffnen kann. Was haben wir denn hier? Illusion. Spucken wir es mal an. Und es passiert auch nichts. Aber Illusion, da muss man doch Furcht nehmen. Rein theoretisch oder nicht? Ja, das funktioniert. Aus irgendeinem Grund. Okay, jetzt geht es hier wieder hoch. Aber ich kann hier eigentlich meine Crew doch reinlassen, oder? Ja. Die kommt hier rein. Jetzt ist nur die Frage, wie geht's hier weiter? Was müssen wir hier machen? Nehmen wir mal besser wieder eine Waffe. Denn hier sind Gegner. Wenn auch keine starken. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Okay, hören wir auf mit dem Esbären zu spielen. Wir wollen ja hier weiterkommen. Und irgendwie blicke ich hier gerade voll nicht durch. Sind wir richtig? Ich weiß es nicht. Machen wir hier mal alle Klappen auf. Oh, da liegt sogar was drin und zwar Geld. Und was haben wir hier? Einen blutigen Lumpen. Hier haben wir gar nichts. Etwas Zwergisches. Hier haben wir wieder nichts. Ich weiß nicht, gehört es zum Rätsel dazu? Ja, in so eine Sache sollte man nicht blind reingehen, aber würde ich ja die Lösung kennen, wäre es auch ein bisschen langweilig. Oh, was haben wir denn hier? Edelsteine. Da ist wieder unser Lappen. Da sind die Edelsteine. Okay, wir nähern uns wohl einem Zentrum. Aber erstmal diesen Eisgeist besiegen. Und die Ratte. Eben dachte ich erst, es wäre mein Hund. Okay, unser Vorgänger. Na komm, noch eine Klappe. Mhm. Ein Centurio-Dymo-Kern. Sowas habe ich sogar schon mal gefunden, und zwar damals bei den Zwergen. Vielleicht haben wir es hier mit einem Dedra zu tun. Heilung anderer. Den Spruch kann ich noch gar nicht.
Die Frage ist nur, kann ich hier überhaupt was wegnehmen? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal weiter. Und was haben wir da hinten? Mann, das geht ja richtig lang. Okay. Wiederherstellung. Da kommt doch jetzt Zerstören drauf. Nein? Dann vielleicht Abwehr. Auch nein. Furcht. Nope. Dann unser Licht. Und es passiert nichts. Irgendwie hänge ich mich immer wieder hier an Wiederherstellung auf. Denken wir mal nach. Nochmal hier in dieses Buch rein. Zweimal betreten, einmal verlassen. Veränderung führt euch zu Zerstörung. Nur Illusion weist den Weg zur Wiederherstellung. Beschwört nicht, sondern werdet beschworen. Okay, Illusion weist den Weg zur Wiederherstellung. Illusion ist ja... Schauen wir mal rein hier, was wir so haben. Besänftigen, Heldenmut, Hellsehen, Raserei. Ja, das wird mir auch nicht wirklich helfen. Nee, es geht wahrscheinlich wirklich nur mit diesem Stab. Und Illusion wäre Furcht. Aber da passiert nichts. Und wir können nur noch einmal zaubern, dann ist da auch Feierabend. Oh Gott, da habe ich mir was eingebrockt. Warum wollte ich auch hier rein? Okay, 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 okay. Wir gehen nochmal zurück und gehen einfach draußen hin. Ich habe irgendwie gar keinen Plan. Vielleicht hätte ich mir doch ein bisschen was durchlesen sollen. So eine Komplettlösung oder ähnliches. Denn jetzt renne ich hier drin rum und weiß nicht weiter. Und meine Crew, keine Ahnung, wo die festhängt. Auf jeden Fall ist der Weg relativ weit. Und ich kann ja auch nicht mal kurz Pause machen. Denn irgendwo wahrscheinlich unter uns ist ein Gegner, denn es geht ja hier nochmal in so eine Art Kellergewölbe. Und da geht dann die Geschichte weiter. Naja, wir haben schon mal diesen Spruch. Wir haben schon mal diesen einen Schrei da gelernt. So, jetzt bin ich schon wieder fast draußen. Okay, immer noch ein Feind in der Nähe. Also dieses Labyrinth ist auf jeden Fall schon mal super nervig. Super nervig. Oh, endlich jemanden, den ich kenne. Obwohl, das ist gar nicht so eine gute Idee. Jetzt blockiert ihr nur. Komm, wir müssen hier raus. Okay. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ganz langsam, alter Ork. Na, ist hier vielleicht ein Geheimnis? Die geheimen Todesglocken? Nein? Okay. Immer noch Feinde in der Nähe. Was haben wir denn hier? Ein Seelenstein. Was haben wir denn hier eigentlich? Veränderung. Veränderung. Lesen wir uns das nochmal durch. Noch einmal lesen. Zweimal betreten, nur einmal verlassen. Veränderung führt zur Zerstörung.